Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Ich weiß, aktuell ist es ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Viele sind ja rund um die Uhr zu Hause und man hört immer wieder was von Internetausfällen. Das wünsche ich niemandem. Und dann ist mir eingefallen, was ist mit dem eigenen WLAN und dem eigenen Netzwerk? Und da kam mir in den Sinn, ich habe ja noch 4 von den Devolo Magic 2 Starter Sets, die ich jetzt rucki zucki gerne raushauen wollen würde. Das ist hier keine Werbung, das ist auch keine Devolo Schleichwerbung. Ich meine, ich habe diese Sets seit gefühlt einem Jahr. Ne? Devolo weiß hier von gar nichts. Ich könnte jetzt auch selber mich an die Straßenecke stellen und sagen, hier, wer will, was auch immer. Aber ich habe einen YouTube-Kanal und deswegen denke ich mir, ich erreiche da vielleicht den einen oder anderen. Jetzt bitte, ne, nicht... Macht euch ein bisschen schlau darüber. Ich hatte ja selber schon Videos gemacht, beziehungsweise guckt Testbericht und Videos von einfach anderen. Ich will damit jetzt auch keine Klicks, damit das auch gar nicht in eine andere falsche Richtung oder was nicht alles kommt. Nein, bitte, bitte, bitte nicht. Mir ist nur eingefallen, wenn jemand Probleme mit seinem WLAN hat, wenn er vielleicht Angehörige hat, und damit meine ich jetzt nicht, und bitte, bitte offen und fair sein, jeder hier, nicht so einfache Probleme, was ich mit einem einfachen Repeater lösen kann. Ne? Also wo ich dann einfach nur ein bisschen mehr oder gerade jetzt, oh, es wäre ja schön, wenn ich mit meinem Notebook dann im Garten oder auf dem Balkon sitzen könnte. Da reicht ja auch bei vielen echt einfach stinknormaler 30, 40, 50, 60 Euro Repeater aus. Das nicht. Das hier ist für die komplizierteren Fälle, wo ich vielleicht auf dem Weg keine Steckdose habe, um das vernünftig zu machen, wo ich größere Strecken überbrücken muss, wo ich vielleicht mit WLAN nicht weiterkomme, sondern an der anderen Stelle Netzwerkanschluss brauche. Wir hatten dieses Devolo, dieses Powerline-Zeug ja schon, ich sage ja immer Internet über die Steckdose, so war es halt. Deswegen, ich habe hier noch 4 Sets. 1 habe ich permanent selber in der Verwandtschaft im Einsatz, beziehungsweise dafür, dass ich da testen konnte, haben sie halt das dann bekommen. Und 1 habe ich selber getestet. Das ist auch noch, da suche ich die Einzelteile zusammen. Aber 3 hier sind original verpackt. So, und wer das haben möchte, ich meine, die Post funktioniert ja alles noch und ich wünsche vielen lieben Dank auch an all die Paketboten, die da draußen noch arbeiten. Deswegen will ich das jetzt auch schnell noch wegkriegen. Wer weiß, also ich glaube mal schon, dass das noch länger dauert, aber wer weiß, wann da eventuell der erste Dienst eingestellt wird. Wir haben jetzt Mittwochabend. Das Video geht wahrscheinlich um 8:20 geht das online. Dann nehmen wir den Donnerstag noch mit und dann lasse ich das Ganze einfach bis freitags, sagen wir mal freitags 10 Uhr vormittags laufen. Haben jetzt, normalerweise lasse ich ja immer bis zum Wochenende laufen, aber in diesem Fall gehe ich immer stark davon aus, dass es viele mitbekommen und vor allem will ich es am Freitag noch in die Post werfen. Also Freitag 10 Uhr Vormittag, diesen Freitag 10 Uhr Vormittag, das ist glaube ich der 20. ist Schicht. So, also damit ich es am Freitag direkt in die Post werfen kann. Wir verlosen das wieder übers Blog. Das heißt, wie wir das zum Faulenzkalender alles hatten. Ne? Das ist einfacher für mich. Unter dem Video ist ein Link zum entsprechenden Blogbeitrag. Da bitte einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht um das, ich sage es ja auch immer wieder, bitte nur die sowas wirklich brauchen können oder ne, die das wirklich bei jemandem verbauen, der es brauchen kann, nicht bei eBay reinpacken. Ne? Also ich meine, eBay und eBay Kleinanzeigen ist in dieser derzeitigen Situation eh geschlossen. Braucht er gar nicht versuchen und rausgehen darf ja sowieso keiner, also deswegen können das sowieso nicht verticken und am Schwarzmarkt ist das eh nichts wert. Deswegen vielleicht 1, 2, 3 Zeilen dann noch schreiben, warum ihr es braucht, warum ihr meint, so ein Powerline-Ding zu brauchen und nicht einen normalen, einfachen Repeater. Das wird vielleicht schon helfen. Dann lasse ich am Freitag um 10 Uhr den Zufallsgenerator drüber laufen, habe natürlich vorher keine Panik kriegen, wenn er was im Spam-Ordner ist, bei mir gelandet ist, die schalte ich alle vorher noch frei, die Kommentare. Lass den Zufallsgenerator drüber laufen, ne? Schreibt die Leute dann an. Deswegen, ihr könnt ja auch nicht euren richtigen Namen angeben, aber ihr braucht eine E-Mail-Adresse, wo ihr dann zumindest am Freitag bis 10:30 mal kurz reinguckt. Dann schreibe ich euch an und frage euch nach der Adresse, wo es hin soll, solltet, ne? Und dann schicke ich die Dinger sofort raus. Eure Daten werden nicht gespeichert, nicht weitergegeben, nicht verkauft, nichts davon. Nochmal, das ist hier nicht von Devolo gesponsert, also irgendwie ja schon. Aber das war ja damals, die haben mir das Zeug geschickt und gesagt, Faultier, teste. So, und die Dinger haue ich jetzt einfach so raus. Und aber trotzdem ein positives Wort. Ich würde die Dinger nicht raushauen, wenn ich sie für Murks halten würde. Ich meine, ich hatte ja schon ewig so viele Videos dazu gemacht.
Macht euch schlau und wenn ihr es brauchen könnt oder jemand habt, der es brauchen kann und nicht nur brauchen kann, so, ja, wäre noch ein bisschen schön, vielleicht kriege ich dann ein Megabyte, ein Mbit schneller, einen Download oder sowas. Nein, sondern es würde mich am meisten freuen, wenn da draußen irgendwie vier Leute sind, die jetzt vorher Probleme oder bei Oma und Opa, die sowieso nicht raus sollen, wenn das so jemanden erreichen würde. Ich weiß, vier sind nicht viel, vielleicht hätte ich vorher nochmal Devolo oder AVM oder wenig anders auch noch anhauen können. Aber das war es viel zu lange. Also ihr wisst, wie es geht. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.